willkommen zu einem neuen Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal Phoenix HD. Ich hoffe, euch geht gut. Mir geht's gut. Morgen ist Donnerstag. Wir sind fast wieder zu Ende. Das Ding ist, es war halt erst Montag. Wirklich Wochenprinzip. Kurz erklärt, okay? Ich zeige euch gleich was Neues. Wir sagen, zack, 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 okay. Wir machen uns hier ein Wasserbecken hin. Zack. Hier machen wir uns Leitern hin, okay? Montag bin ich hier, okay? Montag stehe ich genau hier, wo ich jetzt bin, okay? Dienstag bin ich hier. Mittwoch bin ich jetzt hier. Donnerstag bin ich hier einfach. Freitag bin ich schon oben. Samstag bin ich beim Absprung. Samstagabend bin ich dann unten. Und Sonntag bin ich dann hier. Und Sonntag. Und dann ist das hier schon Montag, dieser Block. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Und ja. Genau. Ich stelle kurz was um. Einen Moment. Okay, weil, wenn man ja eine Desktop-Aufnahme macht, umkreist, umrahmt, OBS, nehme ich den Bildschirm mit so einer gelben Linie und das habe ich kurz ausgemacht, sondern durch meine Fensteraufnahme gewechselt. Und ich zeige euch mal was Neues. Und zwar zu allem erstmal dieses Haus im Berg. Das gehört Fake HD. Andi, das hat einen Grund, weil der ist statt, es ist so extremst laggy da. Also wirklich, da laggt alles, was nur geht. Das werden wir so beheben. Also, mein Autohaus ist nicht unbedingt der Grund, aber was ist der Grund? Ja, das krasse Gechiselte halt. Diese ganzen Mauernabsperrungen, die ich da gechiselt habe. Die, was ist noch schuld dran? Diese, okay, jetzt laggt sie auch gerade. Ja, ich zeig's euch einfach dann am Ende nochmal, wenn ich dran denke. Ja, also halt wegen den Chiseln, weil sobald ich jetzt sag, ich packe hier an diesem Block ein Chisel weg, dann muss da ja Licht reingeladen werden oder Dunkelheit. Und das führt halt zu den Lags. Ja. Auf jeden Fall, hier ist das Haus. Das wird hier erweitert. Was dann an die Genau, hier ist dann so seine Einfahrt und dann kann man da auch rein. Und hier kann man Speedy Gonzales spielen. Genau. Kann man einmal hier. Da, zum Beispiel hier, da wo halt keine Pixel sind, muss Licht hin. Das macht jetzt nicht den großen Unterschied, aber wenn das zu viel ist, macht das schon schlimm. Genau. Warte mal, wir machen das aus. Zack. So, dann schnappen wir uns mal ein Auto. Schnabulieren uns eins. Wo steht ein Auto, was ich mir nehmen kann? Ich würde ja gerne mit so einem geilen LKW fahren. Aber haben wir ein Mini-Problem, dass die nicht funktionieren. Falls wer weiß, kennt eine Mod, kennt, womit man Blöcke, die mit Autos gebaut sind, zum Fahren bringen kann, schreibt es in die Kommentare. Also ich kenne eine Mod. Und zwar, die fügt die Ballons ein, hat mir mein Automat. Und dieser Automat fügt einen Block ein, wo außenrum ein 3D-Modell von einem Auto ist. Mit diesem, das ist halt eigentlich nur ein Block. Mit dem Auto kannst du nicht viel machen. Aber das Geile dran ist, finde ich, man kann halt mit dieser Mod dann, also mit dieser Chips-Helmet-Mod, macht man halt Lenkrad dran und dann so Düsen und so, dann kann man damit halt fahren, ja. Aber dass das jetzt ist, so, ich überlege gerade, wo sind jetzt Autos hier? Nehmen wir uns ein Offroader. Offroader, schönes Auto. So, natürlich, das kommt danach wieder weg. Jetzt nur zum Zeigen. Zeig.
Wir fahren mal so rein, wie man rein zum Streich hört, weil Roleplay Realistic Game. Zack. Ich habe auf jeden Fall jetzt da 4-5 Stunden rein investiert. Nein, nicht 4-5, aber 4 mindestens. So, jetzt fahren wir mal hier rein. Jetzt seht ihr schon direkt. Wir fahren hier erstmal auf den Parkplatz. Links rein. Zack. Dann einfach mal aus. Ups. Hier haben wir erstmal einen Parkplatz. Und dann geht es hier auch endlos weiter. Und das zeige ich euch jetzt mal alles mit dem Auto. Zack. Ups. Ich habe gleich ein bisschen früher abgebogen. Zack. Genau, da fährt man einmal hier so runter. Hier ist eine Brücke. Kann man hier drauf Gas geben? Ja. Genau, so ist das hier. Dann haben wir halt hier ja diese Art Fluss. Die ist auch über Moos dran. Weil ich finde, das mit dem Moos dann doch noch ein bisschen realistischer. Hier könnte man jetzt ultra lang fahren. Das kann man jetzt mal zerstören. Oder man geht halt hier hoch. Auf jeden Fall in den Städten, in den beiden kommt eine Kanalisation. Genau. So, dann kann man hier auch lang gehen. Und man kommt eigentlich hier beim Donut-Shop raus. Genau. Sonst hier ist halt auch alles abgeflacht. Warum jetzt da noch dieser eine Baum steht, fragt mich nicht. Aber ja. Hier können wahrscheinlich auch Röhren rein, die dann zur Kanalisation führen. Also, und was ich auch nochmal von euch brauche, wie wir das hier machen sollen, weil wir können ja schlecht. Also wahrscheinlich, wir holzen den kompletten Wald ab und ändern den durch einen Oakwood-Wald. Genau. Genauso wie hier. Schauen wir mal, wie wir das mit dem Berg machen, ob wir dann so eine Form reinbringen oder ob wir den so lassen. Ist dann immer noch hoch, okay. Genau, da könnt ihr mal schreiben, was ihr meint. Und ja, Leute, wir können die Biome ändern. Das ist nicht das Ding. Dafür haben wir extra eine Mod drin. Die heißt Biome Stuff. Damit kannst du auf kleinen Flächen das Biom ändern. Aber, also, klar, es ist zeitaufwendig, aber an sich, es funktioniert und ja, klar, es kommt eine Jahreszeitenmod auch noch, insofern wir eine finden. Wo wir halt sagen können, slash Winter oder so. Das halt die Jahreszeit ist. Das würden wir halt auch auf die echte anpassen. Ja, halt. Ja, dann wird es besser. Und es wird auf jeden Fall an Heiligabend, am 24. ein Weihnachtsvideo geben. Da ich an Heiligabend nicht da bin, kann ich nicht streamen. Aber ja. Genau. Sonst hätte ich Stream gemacht, so wahrscheinlich. Oder wenn es Internet funktioniert hätte. Was es aber nicht tut. Zurzeit. Also es zeigt zwar gut an, aber ich kann nicht mal meinen Minecraft Launcher aktualisieren. Weil das wirklich so wack ist. Also ja. Genau. Ihr könnt auf den Roblox Discord Server immer noch joinen. Erster Link in der Bio. Server 2 war jetzt schon lange nicht mehr online, weil wir halt die ganze andere Stadt bauen. Falls ihr Bilder sein wollt und gut mit Chisler Bits und auch so bauen könnt, schreibt mir mal privat auf Discord. Ich bin der Owner, also ich bin Phoenix HD der Owner. Genau. Und dann könnt ihr ja mal sagen, wie ihr das Video fandet. Und dann haut rein und ciao. Leute.